Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tekken 8 Video und ja, wie ihr schon glaube ich denken könnt, kommen wir zu meinem vorletzten Charakter, den ich gern spiele, beziehungsweise meinen zweiten Sub, und das ist der Junge aus Deutschland, Leo. Ja, er ist jetzt endlich ein Junge, richtiger, großer Junge. Ja, man hat sich endlich entschieden. Seine Forscher-Dings bleibt, deswegen, wie gesagt, dieser Enterhaken. Und er hat auch eine starke, wie nennt man das? Ja, wie gesagt, eine starke Persönlichkeit dadurch bekommen. Also er ist auch ziemlich gut involviert in der Hauptstory mit seinem Vater, der wenig Thema war, jetzt aber ist. Und die Suche nach der Mutter ist immer noch nicht zu Ende. Also er hat auch Special Intros mit Kazuya, aber naja, das bezieht sich sowieso auf seinen Forscher, weil er ist ja Grabräuber, kann man sagen, so ein bisschen. Forscher, Grabräuber. Das war ja nie so wirklich klar in Tekken 6, aber ja, okay, wollen wir starten? While investigating the death of Mother Emma, Leo miraculously managed to reunite with long-lost father Nicholas. Durch ein Wunder, okay. A world-renowned archaeologist, Nicholas had narrowly escaped from one of the Mishima Zaibatsu's excavation sites and had been on the run from them ever since. Ach so, ja, stimmt. Okay, gut erklärt. Fortunately, Leo heard the news of the King of Iron Fist tournament that would decide the new head of the Mishima Zaibatsu. As the head of the organization, Leo's father's safety could be secured and they could remain together. So Leo decided to join the tournament. Halt durch, Papa. Ich verspreche dir, ich werde gewinnen. Es ist immer noch derselbe deutsche Synchronsprecher. Manche werden ihn vielleicht kennen durch Kingdom Hearts 1 und 2, der Soda gesprochen hat. Ich kann mich aber auch hören, aber er hört sich... Er hört sich definitiv nach dem an. Wie gesagt, seit Tekken Tag 2 spricht jeder in seiner Landessprache. Sind in diesem Turnier Schwerter erlaubt? Fight! Okay, der will nicht aufstehen. Round 2. Fight. Ja, das sagt er seit Tekken 6. Lucky me. Ist eigentlich ziemlich gut übersetzt. Ich glücklicher. Your luck is run out. Round 1. Fight. Die Kampfschreie macht er immer noch ziemlich gut. Also für meine Verhältnisse. Wie dem Mapmaster gefällt das nicht so ganz, aber... Fight!
Nee. Ha, du wolltest mich nicht lassen. Tja. Round two. Fight. Oh shit. Das war das Kampf, aber ja. Get ready for the next battle. Noch ein Ninja. Jutsu ist unrivaled. Noch ein Ninja. Round one. Fight. Ah. Ah, ich muss die Strings kennen. Er ist schneller. Okay, sehen wir mal einmal seinen coolen Rage ab. 10 von 10. Der ist wirklich geil. Ja, mir gefällt Leo ziemlich gut wieder hier. Er ist wieder in seiner Bewegung wieder so, wie er eigentlich war. Was sein Power-Level angeht, okay, ja. Er ist immer noch so. Ach ja, er hat was mit hier Azucena, aber... Ich finde das lustig. Na, ich kann nicht ran. Ich hab's geschafft, Papa. You are the champion! Ich meine, ich find's auch okay, dass der Papa sagt. Weil, ich meine, ich interpretiere jetzt ein bisschen mehr rein, dass er... Ich glaube, wir haben einen unglaublichen archäologischen Fund gemacht. Dass er eine gute Bindung zu seinem Vater hat.
Sei vorsichtig. Ich meine, der ist auch erst 20 hier geworden, ne? Weißt, wisst ja, Tekken-Charaktere altern seit Teil 4 langsamer. Was? Du! Was hast du getan, Papa? Ich habe ihn nur ganz kurz berührt. Ich finde auch den Sprecher von Niklas, finde ich auch gut. Was sollen wir tun? Die Ruinen stürzen ein! Nichts als ein bedauerlicher Unfall. Das bleibt unter uns. Leo, ich finde das. Ich finde das recht unterhaltsam. Ich finde das gut. Das hat was. Ja, meine Damen und Herren, das wär's mit dem Storyrun zu Leo Cleason. Ja, nicht mehr Eleanor Cleason oder sonst was. Leo Cleason. Er ist jetzt ein richtiger Junge, wie es Pinocchio sagen würde. Oder wie es in der Pinocchio-Geschichte sagen würde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Tekken bzw. Fighting Stage Zeug gefällt, dann lasst ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin DK, das ist Game Stage 5 und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, get ready for the next battle. Bye bye!